4 Qualitäten gibt es. Warm, kalt, feucht, trocken, das ist diese Achse. Etwas ist warm oder kalt. Gibt es etwas, was nicht warm oder kalt ist? Alles, was existiert, muss eine bestimmte Temperatur haben. Entweder es ist warm oder es ist kalt. Etwas höher oder etwas weniger. Und entweder ist es fest oder es ist weich. Ja, feucht, trocken. Entweder ist es fest oder weich. Hier ist feuchter als da. Okay? Hier ist wieder anders und so weiter. Alles hat eine bestimmte Festigkeit und eine bestimmte Temperatur. Das ist die Basis der Elementenlehre. Wärme, Kälte, Feuchtigkeit, Trockenheit. Und wenn man die verbindet, zum Beispiel warm und trocken, das definiert man als Feuer. Das ist das Feuerelement. Warm und feucht ist die Luft, kalt und feucht ist das Wasser und kalt und trocken ist die Erde. Okay? Hier haben wir diese Kombination aus diesen Qualitäten, die wir eben hatten. Das ist in Kürze die Elementenlehre. Und alles, was existiert, wird dem auch zugeschrieben. Es gibt Menschen, Temperamente, die sind eher warm und trocken. Andere sind eher kalt und trocken, andere sind warm und feucht, andere sind kalt und feucht. Und so kann man dann den Patienten oder den Menschen betrachten oder auch nicht Mensch, also bei der Arbeit und wo auch immer. Ja? Welcher Typ ist eine Kategorisierung von Menschen? Temperamentenlehre. Ja, wenn man mit einem Schulmediziner, einem reinen Schulmediziner heute spricht, der wird sagen, was ist das? Aber wenn man etwas genauer und tiefer schaut, dann wird man merken, es gibt diese Temperamente. Und man merkt es beim Patienten, wenn er schon reinkommt, was für ein Typ Mensch er ist. Es gibt nicht 100% manchmal, es gibt Zwischenformen, es gibt Abstufungen, aber es gibt sie. Und es verhilft dem Arzt dazu, die richtige Diagnose zu stellen und dann einen besseren Weg einzugehen. Dass die zwei unterschiedlich sind, das weiß jeder, oder? Ernie und Bert, also das ist so klassisch. Er ist der Witzige und der, ja, Lachhafte, sanguinisch, und Bert ist typisch melancholisch, ja, schmales Gesicht und drin. Okay. Ja, Brain und Willy ist natürlich der Phlegmatiker, der will ja immer nur schlafen und essen und ja, das ist so sein Temperament, das ist sein Charakter einfach. Ja. So, der Choleriker. Ja, starkes Gesicht, eher ein gelblicher Hautton, kantig. Ja? Aktiv, schnell. Wir haben im Deutschen leider nur die negativen Assoziationen gelassen. Ja? Das heißt, wenn wir über den Choleriker sprechen, dann denken wir nur über jemanden nach, der aufbrausend, wütend und richtig cholerisch ist. Ja? Aber ein Choleriker kann im ausgeglichenen Temperament auch ein sehr guter Arbeiter sein und ist jemand, der sehr schnell, effizient arbeitet. Ja, dem gibt es mal eine Aufgabe, der ist innerhalb von einem Tag ist die Aufgabe erledigt. Ist ein typischer Manager-Typ. Tak, tak, tak und fertig. Ja? Wenn er aber zu viel Hitze abbekommen sollte, wenn sein Temperament ja, durchdreht, dann wird er der Choleriker, den wir als Choleriker so kennen. Dann wird er wütend, aufbrausend, schlägt auf den Tisch, kann auch gewalttätig werden. Und es kann ihn in seinem Inneren auch Erkrankungen geben, wenn er aufheizt. Und er neigt eher dazu, mal Herzerkrankungen zu bekommen. Bluthochdruck. Ja? Alles, was so trocken ist am Körper. Das ist der Choleriker. Fieber. Ja, Lebergalle. Also bei dem warmen, trockenen, bei dieser Choleriker-Disziplin, bei dem Temperament, das ist der mit dem Körpersaft gelbe Galle. Gelbe Galle ist das, was die Leber produziert und sehr gut für die Verdauung ist, aber ist im ganzen Körper auch noch mit aktiv, hat an verschiedenen Stellen, also auch an der Lunge und woanders, gibt es bestimmte Effekte. Und wenn diese Flüssigkeit überhand nimmt, dann kann es an bestimmten Stellen Erkrankungen geben. Der Phlegmatiker, der hat die Körperflüssigkeit Schleim, der hat vermehrt Schleim. Ja? Er wird schnell dick, ohne viel zu essen, hat dicke Beine, hat immer so Nasennebenhöhlenprobleme, die Nase läuft, Asthma, Erkältung, Mandelentzündung, langsam, ja, aber geduldig. Der Phlegmatiker ist jemand, der
über eine lange Zeit eine Arbeit durchführen kann. Über sehr lange Zeit ist er geduldig und ein gemütlicher. Der regt sich nicht so schnell auf, wenn etwas nicht funktioniert. Das ist ganz, ja, entspann mal. Ja, ganz ruhig. Das können wir morgen noch regeln. Erinnert irgendwie auch an unsere Kanzlerin. Ja? Ja, wir warten noch auf die europäische Lösung und ja, also ist sehr geduldig und sie hat so viele Phasen durchgemacht, ja, das wird ein Donald Trump nicht durchhalten. Der ist schon schneller weg, ja, der hat eher das heiße Temperament und sie ist halt wirklich geduldig, egal was um sie herum geht, das lässt sie kühl, ja, die ist ganz cool, entspannt. Problem ist, wenn sie aber zu entspannt wird, zu viel Kälte und Feuchtigkeit abbekommt, dann werden die Beine dick. Dann wird der Bauch dick. Okay? Dann läuft die Nase, Asthma und so weiter. Diese Erkrankungen kommen dann bei einem unausgeglichenen phlegmatischen Temperament. Und man sagt auch, der Phlegmatiker ist der Faule, der nur auf der Couch Potato, ja? Der auf der Couch hockt und Fernsehen gucken will. Das ist so der Phlegmatiker. Wenn er nicht im balancierten Bereich ist. Der Melancholiker. Ja, der Melancholiker ist kalt und trocken in seinem Element. Sein Körper, das sieht man auch, ist trocken und relativ kühl. Er ist ein Denker. Ja, er denkt über alles nach, ist ein Analytiker. Das ist jemand, der wirklich Prozesse am besten evaluieren kann und der findet die Fehler. Ja, der weiß, worauf es ankommt. Sehr detaillierte Arbeit. Und wenn er das erledigen will, dann muss es perfekt sein. Also mit Perfektion arbeitet dieser Mensch. Sein Körper ist kalt und trocken und wenn er aber zu kalt und zu viel Trockenheit abbekommt, dann bekommt er die melancholischen Erkrankungen. Dann kommen so Erkrankungen wie Depressionen, Halluzinationen, Schizophrenien und andere Angsterkrankungen, die fallen eher in diese Kategorie. Zu den Angsterkrankungen, die gibt es auch im Warmen. Also jetzt nicht, ist nicht ganz alles so einfach, wie es jetzt hier ist. Nicht jeder, der Angsterkrankungen hat, hat diesen, es gibt verschiedene Parameter. Aber das ist der, der dazu neigt. Und dieser Mensch hat Verstopfung. Ja? Verstopfung, Gase und Blähung und so weiter, immer Probleme. Wenn es hier unten krampft, dann krampft es auch da oben. Ja? Das ist eine Brain-Gut-Axis, ist bekannt. Jetzt wird auch viel geforscht darüber. Wenn hier unten es nicht so gut funktioniert, dann funktioniert es da oben auch nicht. Und dann, sobald man den Darm wieder in Schwung bekommt, dann ist der Geist auch wieder frei und er ist wieder anders drauf. Der Sanguiniker hat ein schönes, glückliches Gesicht, manchmal dreieckig, rötliche Farbe. Ja? Ist so ein glücklicher, gemütlicher, lustiger Geselle, der so ein Comedy-Man. Einer, der viel, ja, den man gern mag. Das ist der, den man einstellen möchte, wenn man irgendwie ein Produkt verkaufen will. Oder wo man, ja, das ist so der gerne redet und Witze macht. Das ist so der Sanguiniker. Und seine dominierende Flüssigkeit ist das Blut. Er hat sehr viel Blut. Ja? Er ist warm und feucht. Sein Körper ist warm und feucht, schwitzt schnell. Ja? Sein Körper ist warm und feucht und hat viel Blut. Hat hervorstehende Venen, ja? Roten Kopf. Wenn es Überhand nimmt, dann bekommt er Blutung, weil er schon so viel Blut hat. Das heißt, das Blut will raus. Okay? Das Blut kommt raus. Ob aus der Nase, bei den Kindern merkt man das meistens, dass sie irgendwie Nasenbluten haben, warum auch immer. Oder auch aus dem Darm. Oder aus, ja, wo auch immer. Der Sanguiniker, wenn er überhand so viel Hitze und Feuchtigkeit abbekommt, wird er viele Blutungen haben. Okay? Blutdruck ist auch ein Thema bei ihm. Der wird auch einen höheren Blutdruck haben, weil er viel Druck im System hat. Ja, aber auch Fieber und heiße Erkrankungen, wenn es überhand nimmt. Ansonsten ist es ein sehr lustiger Mensch, mit dem man sehr gerne zusammenarbeitet. Das sind die vier Temperamente.